Heyo und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Das ist ein Putzvideo. Ja genau, also ich habe so ein paar Sachen dahinter mir angesammelt. Aber aus den Hardware-Jagd-Folgen auch Sachen, die ihr glaube ich noch nicht kennt oder die ich schon länger habe, die einfach ein bisschen dreckig sind, neue Wärmeleitpaste brauchen und so weiter und so fort. Ja, und das machen wir heute mal. Eben so ein paar Tipps und Schwierigkeiten. Vielleicht mache ich ja sogar noch was kaputt. Man weiß es nicht, müssen wir schauen. Vor wenigen Tagen hat Diebco die LT-Serie an All-in-One-Wasserkühlung auf den Markt gebracht. Ihr Pumpendesign sorgt mit verbessertem Microchannel-Layout für optimalen Wasserfluss. Dazu ist die Pumpe kaum hörbar und das einzigartige Design mit Infinity Mirror samt ARGB-Beleuchtung kann sich in meinen Augen echt sehen lassen. In meinem Test des LT520 kühlte die IO Onion Ryzen 5 auf mittlere 60 Grad bei Vollauslastung. Dabei waren die zwei mitgelieferten 120mm Lüfter vortrefflich leise. Links dazu wie immer in der Beschreibung. It's only game. Why you have to be mad? Und das hier sind all die Teile. Ich habe extra auf diesem Tisch mal was frei gemacht, damit ich die da hinpacken kann. Eben das, was ich so die letzten 1, 2, 3 Wochen irgendwie zusammengekauft habe. Und ich habe das abgeholt, hatte noch keine Zeit gehabt, mich damit wirklich zu beschäftigen, außer die einmal zu testen. Und bei den Grafikkarten ist ja klar, einmal Wärmeleitpaste zu wechseln, die Mainboards vielleicht mal anschauen, ein bisschen frisch machen, je nachdem, wie das so klappt. Die Lüfter beispielsweise. Ich habe auch noch ein Gehäuse und das Teil habe ich hier, glaube ich, schon richtig lange stehen. Und das Problem ist, wenn Sachen so hier an der Luft stehen, dann stauben die sehr viel schneller zu. Ja, Philipp, ach was. Und aus diesem Grund machen wir das mal, gell? Ja, dann machen wir hier, glaube ich, mal ganz entspannt, ne? Wir beginnen mit dir. Das ist eine GTX 1060 von KFA2. Die sieht eigentlich recht sauber aus, aber ich bin mir sicher, dass die neue Wärmeleitpaste benötigt. Deswegen kriegt sie auf jeden Fall einmal das. Sass. Und für die, die jetzt wieder erwartet haben, dass ich hier großartig irgendwie ein Gesprächsthema habe, habe ich tatsächlich gar nicht. Ich habe nur gesehen, na, willst du? Willst du nicht? Oh, der Kühler ist hier noch befestigt. Das ist, eigentlich ist das schlau. Beziehungsweise ja, nicht unbedingt schlau, aber Spannungswandler müssen auch ordentlich gekühlt werden, das stimmt. Die Heatpads sehen auch noch in Ordnung aus, aber wo ist das Kabel vom Lüfter? Da unten! Dann müssen wir froh sein, wenn ich das auf jeden Fall wieder drauf bekomme. So, dann holen wir hier so ein bisschen Staub weg. Ja, genau. Ich puste das hier mal eben durch. Also Lüfter festhalten und dann nehme ich dieses Teil hier. Ich nenne das Lüster, das ist einfach nur Luftgebläse. Und auch wenn das dann hier zustaubt in diesem Raum, muss ich halt morgen staubsaugen, finde ich alles im Teppich wieder. Irgendwann brauche ich auch mal einen Luftfilter. Ich kann auch mit dem Staubsauger hier noch nebenbei hergehen, aber das geht jetzt einfach schneller. Ja, so ungefähr, da bin ich wohl mit zufrieden. Ah, warte mal. Ich habe mal eben das Teil hier wieder aufgefüllt. Das ist so ein kleiner Spender für Isopropanol. Ist eben so ein bisschen einfacher, wenn ich hier die alte Wärmeleitpaste abtragen möchte. Und das ist mir letztens umgefallen, oder ist schon zweimal passiert. Und wenn das umfällt, dann läuft das so ganz langsam aus. Das ist richtig, richtig nervig. Und die Wärmeleitpaste hier. Hier war jetzt kein Garantiesiegel auf der Schraube. Entweder gibt es generell auf der Schraube kein Garantiesiegel oder die wurde nicht gewechselt, aber die war eigentlich noch, ja nicht unbedingt frisch, aber ist in Ordnung. Ja, mal gucken, ob ich das hier schon abtragen kann. Ja, das ist in Ordnung, da könnte ich aber nochmal eben in der Bürste weiterhelfen. So. Und irgendjemand hat hier mit dem Edding was draufgeschrieben, einfach so ein Strich. Kann ich natürlich auch, dann machen wir TK da drauf für Technikkeller. Ist so sonst noch irgendwie großartig dreckig? Natürlich nicht, das ist schön. Hier kannst du noch ein paar Mal so machen, um den Staub dann noch abzutragen. Aber eigentlich natürlich vorsichtig sein dabei, ist klar, wenn ich hier schon mal Tipps gebe. So, besser. Ich habe noch mal eben durchgepustet. Ich habe noch ein bisschen Staub gesehen. Die Karte ist ja zum Glück relativ sauber, aber der nervigste Dreck ist der, der sich an diesen Lamellen sammelt, und zwar von unten, weil man da kommst du zwar dran, aber dann jedes Mal mit dem Q-Tip einmal da vorbei, muss ich mit Sicherheit bei der einen oder anderen Karte machen. Ich weiß nicht, warum sich da der meiste Staub am besten sammelt, weil der Staub klebt ja eigentlich nicht. Aber gut. Oh, hier ist auch so eine Markierung drauf, mache ich gleich auch eben. Eine Markierung von mir. Warum machen die das? Da ist wahrscheinlich in der Fabrik für irgendeinen Prozess, dass dann irgendein Roboter oder auch ein Mensch weiß, aha, okay, der und der ist schon dabei gewesen. So, ist ganz schön hartnäckig, dieser Strich, den kriegst du nicht mal eben einfach so ab. Und hier TK, Whiteboard-Marker, Alkoholbasis. Dann kriege ich den mit Sicherheit ganz einfach, der ist nicht mal vernünftig fest. Ich entferne den mal besser wieder. Jetzt muss ich aber mal eben rausfinden, wie ich das mit dem Kabel am besten löse. Ach so, geht's auch, aber das Kabel ist noch staubig.
Und mein Handgelenk fängt wieder an weh zu tun. Ihr wisst ja, der Unfall, ne? So die letzten Tage merke ich auf jeden Fall, dass da was ist. Aber erstmal abwarten, bis die Platte im Oktober dieses Jahr wieder rauskommt. Das wird wahrscheinlich auch wieder lustig. Dann kann man, glaube ich, weiter schauen. Dann packen wir hier mal eben so ein Reiskörnchen drauf. Ja, da kommt natürlich wieder zu viel raus. Packen wir hier einfach mal hin. Besser ein Stück zu viel als zu wenig, weil wenn irgendein Stück dieser Fläche von dem CPU-Die, so an sich, so heißt das Teil, nicht mit Wärmeleitpaste benetzt ist, dann wird es da verdammt heiß. Das kann dann später zu Beschädigungen führen. Und wenn sowas ab Werk sogar der Fall ist, ja, dann hast du verloren. Kabel ist drin. Oh, warte. Da bin ich ganz kleinlich. Wenn ich Staub sehe, dann muss der auch weg. Nicht umsonst bin ich ja der Meinung, dass wenn man so einen PC zusammengebaut hat und dass der gereinigt ist und so weiter und so fort, dass man da dann auch ein bisschen Wert eben erschafft, dass das nicht einfach nur gebrauchte Teile sind, sondern ja, refurbished würde ich quasi sagen. Obwohl ich mir sehr gut vorstellen kann, wenn man refurbished PCs hat, dass sehr, sehr viele dann einfach nur da einmal kurz durchpusten, die Wärmeleitpaste gar nicht groß erneuern oder vielleicht auch nur das und dann den Rest einfach so lassen, wie es war. Und wenn das Gerät gut gebaut ist, dann ist das auch kein Problem, wenn da über längere Zeit ein bisschen Staub drin bleibt, wie in einem ganz normalen Büro, wo dann auch immer wieder sauber gemacht wird und so. Aber sowas hat natürlich nicht jeder. Kaum zu glauben, dass sich da Staub ansammelt an und um diesen Aufklebern rum. Und ja, ich weiß, das ist keine Antistatikbürste, aber eigentlich, wenn man mal eben kurz drüber geht, war das zumindest laut meiner Erfahrung nie ein Problem. Dann bist du fertig, kommst in eine Kiste. Dann haben wir dich und du bist auf jeden Fall ein bisschen dreckiger gewesen. Oh, das muss ich euch zeigen, aber das sehen wir gleich erst. Und wie wir sehen, hier ist noch ein Aufkleber drauf. TUL, Warranty Void if Removed. Die wurde auf jeden Fall nicht gereinigt. Ich muss echt sagen, bis auf, dass die Karte schmutzig ist, wie man sehen kann, sieht sie echt sauber aus. Schau dir das mal an. Die ist voll trocken. Kein Nikotinstaub oder sonst irgendwas drauf. Richtig gut. Aber was mir auffällt, da sind sie hingegangen und haben diese beiden RAM-Chips an- oder aufgeklebt oder so. Bewegen die sich mal gerne von alleine oder was soll das? Also, ach stimmt, wenn wir schon mal dabei sind, ich habe ja Heatpads gekriegt, dann könnte ich die eigentlich mal auftragen. Bei der anderen Karte war es ja schon der Fall gewesen. Ja, dann mache ich das hier einfach. Und auch hier auf der Rückseite wollte ich mal gucken, ob da großartig Staub drunter ist. Aber ganz, ganz bisschen. Kannst du mit dem Finger abwischen. Das ist alles sehr gut. Und auch hier, ne? Das ist immer so ein kleiner Indikator, um das Alter der Karte irgendwie so ganz grob festlegen zu können. Wenn du dir diese Karte mal anschaust, so im Vergleich. Das Board hier, also in meiner rechten Hand. Ist deutlich dunkler so ein bisschen. Sieht man aber auch an den Aufklebern jetzt beispielsweise. Die wurden ein bisschen öfter und mehr benutzt und die ist auch leider kaputt. Die habe ich mal zugeschickt bekommen von einem Zuschauer, die hatte funktioniert. Dann habe ich da einen neuen Lüfter für besorgt und dies und jenes wollte dann benutzen und ja, kaputt. Ich mache so, Grafikkarte machen so. Unfall. Hab sie versucht reparieren zu lassen, aber die hatten auch keine Ahnung. Ein Briefbeschwerer, sage ich immer, oder Ersatzteilspender für solche Lüfter, falls ich das mal machen müsste. Schaue ich doch nochmal eben, oder warte, ich mache das erst nochmal ein bisschen sauber. Hier haben wir das jetzt beispielsweise, dass die Lüfterlamellen von unten so ein bisschen angestaubt sind. Siehst du, glaube ich, da. Ich versuche das hier mal mit der Bürste hinzukriegen. Ansonsten muss ich da tatsächlich mit Q-Tips hin. Diese Packung hier ist fast leer, aber ich wusste ja, was passiert. Ich habe schon eine neue gekauft. Wo ich gerade einmal von der defekten Grafikkarte gesprochen habe, da habe ich Hilfe bekommen von Gear Repair. Gibt es auch hier bei YouTube. Vielleicht könnt ihr den mal fragen, wenn ihr da Probleme habt. Alternativ, wenn man bei Google jetzt mal Grafikkartenreparatur sucht, ne? 50 bis 100 Euro erstmal so Basispreis und dann noch so Teile, die draufkommen. Also wenn ich jetzt davon ausgehe, so 50 bis 100 Euro kostet so eine Reparatur im Normalfall, vielleicht sogar bis 150, muss man dann schauen, ob das überhaupt noch, ob es das noch irgendwie wert ist. Also defekte Karten kann man auch verkaufen. Dann kriegst du da auch ein bisschen Geld für wieder. Natürlich ganz wichtig, dass man sieht, dass da nicht dran rumgeschraubt wurde oder dass schon mal irgendwas versucht wurde, irgendwas in der Art. Garantiesiegel, sonst irgendwas. Und ja, wenn man jetzt eine RTX 3060 oder sowas hat, die kostet ja wohl noch ein bisschen was. Oder eine 2080 Ti, was weiß ich. Dann macht es ja vielleicht wohl noch Sinn, die zu reparieren. Aber
Ja, eine RX580 mittlerweile, die gibt's unter 100 Euro, wie wir gesehen haben in den letzten Videos. Muss sich auf jeden Fall auch lohnen. Und klar, wenn man sowas jetzt kann, solche Reparaturen, muss man das natürlich auch ordentlich bezahlen lassen. Weil man lernt's ja dann eigentlich nicht für nichts, sag ich jetzt mal. Und ich hatte ja auch mal ein Video gemacht, so zu dem Thema, aber das war eher nur so die Billigmethode, nämlich Grafikkarten packen. So etwas ältere Modelle, irgendwie GTX 780 und irgendwas, was älter als das ist, da hat es tatsächlich mal funktioniert, war aber kein Langzeitfix, hat noch für einen Monat funktioniert oder so, und bei solchen neueren Karten würde ich es auch gar nicht mehr tun, weil man dadurch tatsächlich auch mehr kaputt machen kann, als ohnehin schon kaputt ist, und deswegen entweder reparieren lassen oder gleich ausbauen, verkaufen als defekt und dann irgendwas Neues besorgen. Weil man sich sonst da, glaube ich, mehr Arbeit mit spart. Deswegen würde ich auch am besten empfehlen, wenn man jetzt eine CPU hat oder ein Mainboard ohne integrierte Grafikeinheit oder die Möglichkeit, da halt sowas anzuschließen, dass man auf jeden Fall irgendeine Ersatzkarte noch behält, damit man den PC erstmal weiter benutzen kann. Spielen dann jetzt wahrscheinlich nicht, aber eine GTX 580 beispielsweise, da gibt es zwar keine neuen Treiber mehr für, aber so eine Karte kostet 15 Euro und damit kann man erstmal weitermachen. Oder auch eine GTX 750 Ti oder so, die kosten auch alle nicht mehr die Welt. Ja, das sind meine Gedanken gerade dazu, beim Grafikkarten sauber machen, dass sie repariert werden müssen. Super, ich weiß, ja, ja. Und dabei fällt mir gerade noch ein, dass man die Lamellen des Lüfters auch am besten so reinigen kann, indem man den Lüfter komplett demontiert. Die sind mit 2, 3, 4 Schrauben meistens befestigt, die löst du dann einfach, nimmst das Teil ab. Kannst du halt ein bisschen genauer oder einfacher sauber machen, aber hat ja hier mit der Zahnbürste, mit der alten, da auch ganz gut funktioniert. Und ich hatte ja die Backplate entfernt von der Grafikkarte. Manchmal befinden sich da unten drunter auch Heatpads oder die Möglichkeit, welche zu befestigen. Wenn auf der Unterseite keine RAM-Chips sind, wird das in der Regel nicht so sein. Man kann die Teile auch von unten kühlen, aber da war der Abstand zu hoch. Ne, ich klebe jetzt keine 3 Heatpads übereinander. Tut mir leid. Das bringt jetzt von der Leistung her nicht unbedingt Vorteile, aber eben für die Langlebigkeit. Ich habe das so verstanden, also es kommt nicht nur auf die Temperatur an, sondern auch auf die Beschaffenheit des Lötzinns und allgemein, wie die Karte so designt wurde. Es gibt eben sehr, sehr viele Heiß-Kalt-Wechsel bei so einem Teil, ne? Und dadurch dehnt sich der Chip oder das Board auch ein bisschen aus, zieht sich wieder zusammen. Und wenn das dann 5000 Mal passiert ist, dann gibt es irgendwann kalte Lötstellen. Und ich stelle mir das jetzt so vor, wir haben 10 Kontakte für Masse beispielsweise. Und wenn die Hälfte davon weg ist, wird ja auf eine bestimmte Stromstärke ausgelegt, dann werden die anderen mehr belastet, gehen dann gleichzeitig noch schneller kaputt und dann ist irgendwann, ist das Teil einfach durch. Nicht nur der Chip auf dem Board an sich, sondern der Die, der befindet sich ja auch auf so einem Chip-Mainboard und da gibt es auch immer kalte Lötstellen und irgendwie so war es zumindest bei der Xbox 360 gewesen, so wird es hier wohl auch sein. Ich garantiere allerdings nicht für die Richtigkeit, ich habe mich da nur mal so eingelesen und das scheint für mich sehr plausibel. Ich weiß nicht, ob er das gerade irgendwie mitbekommen hat. Ich habe versucht, hier die passende Höhe irgendwie zu finden, aber wenn man sich das hier so anschaut, das ist ein halber Zentimeter. Da muss ich mehrere Heatpads übereinander packen, damit das irgendwie Sinn macht und damit es zumindest auf dem Papier Sinn macht. Ich lasse das jetzt erstmal so. Die werden ja auch ein bisschen angepustet und so, das passt wohl. Hier, da wo es ging, habe ich mal Heatpads draufgepackt, musste aber auch 2 nehmen, weil das irgendwie nicht ganz so passt, aber wirst ja hier eine ganze Packung von aufbrauchen. Will ich jetzt erstmal nicht. Dann also einmal hier sauber machen. Da sauber machen und trocknen. Ah, ich mag dieses Geräusch. Wunderschön. Nö. Dann natürlich wieder so ein Reiskörnchen hier drauf. Rest hier in der Mitte. Weil ich tatsächlich festgestellt habe, dass hier immer noch so ganz bisschen nachkommt. Man kann jedes Mal noch ein bisschen an der Spritze ziehen, aber nicht zu viel, sonst hast du da Luft drin und dann kommt da irgendwann so ein Blob raus. Und naja, wenn das hier jedes Mal voll ist mit Wärmeleitpaste, ist auch nicht so schön. Dann berührt man das nämlich jedes Mal. Und oh Wunder, ich habe keine Wärmeleitpaste am Finger diesmal. Ja, das ist eine schöne Grafikkarte. So, ich glaube, mich tritt ein Schwein. Die Heatpads sind ein Stück zu dick. Und deswegen kann ich den Kühler nicht ordentlich anbringen. Was soll das denn? Habe ich noch nie gehabt. Naja, aber solange die nicht rausfallen, muss ich mir gleich ansehen. So. Ja, die sind doch wohl einigermaßen fest, würde ich sagen. Ja, die beiden bleiben auf jeden Fall. Dann kommen noch die beiden Schräubchen hier dran. Üblicherweise ist das ja irgendwie immer ein schlechtes Zeichen, wenn so ein Garantiesiegel schon aufgebrochen wurde. Aber hier so bei einer Grafikkarte oder so, ist das eigentlich ein Zeichen dafür, dass da schon mal die Wärmeleitpaste getauscht wurde. Und das ist ja auch wichtig. Naja, wenn man diese Teile wieder zusammenbaut, ich hätte das, glaube ich, auch umgekehrt anbringen können, sodass dieses äußere Teil hier an dieser Stelle jetzt dran sitzt und das hätte sich, glaube ich, ein bisschen ins Gehege kommen können.
mit dem DVI-Port. Deswegen da bitte auch drauf achten, wenn man sowas wieder zusammensetzt. So, nochmal eben an den Lüftern hören. Einer von denen hat dann nämlich Geräusche gemacht und ich glaube, das war einfach nur ein Stück Staub oder so, weil das ganz schnell wieder weg war. Die sind beide nicht unterschiedlich laut oder leise. Das ist gut. Und dann kommst du dran. Das ist eine RX570 Red Devil. Fängt mit AX an. Glaube, das dürfte eine Power-Color-Karte sein. Ach, die andere auch. Ja, stimmt. Hier haben wir nämlich auch diesen Garantieaufkleber, wo dann TUL draufsteht. Aber ich glaube, die sind halbwegs generisch. Mir hat auch ein Zuschauer mal geschickt, einen Link zugeschickt, wo ich mir Garantiesiegel besorgen kann für irgendwelche Sachen, die ich hier zusammenbaue, damit ich weiß, ob da jemand dran gewesen ist. Aber eigentlich vertraue ich den Leuten immer oder hatte bis jetzt noch keinen Grund wirklich dazu, Leuten zu misstrauen, weil die irgendwas Kurioses gemacht haben und gesagt haben, nee, ich war da nicht dabei gewesen, dann waren sie es doch oder so. Wird wahrscheinlich alles irgendwann nochmal kommen, aber bis dahin bin ich dann noch relativ relaxed. Wenn ihr euch übrigens nicht entscheiden könnt zwischen zwei Grafikkarten und man das sehen kann, nehmt immer die, die auf jeden Fall gekühlte Spannungswandler hat. So wie hier, aber das können wir gleich auch sehen. Das ist nämlich immer besser, als wenn man das nicht hat. Und hier scheint es gerade so, als könnte man das nicht so schön zerlegen. Deswegen geht man dann hin und man kann ja theoretisch die Oberseite des Kühlers bewegen und wackelt da halt so ein bisschen dran. Und irgendwann wird sich das lösen. Wenn das nicht funktioniert, nimmst du dir einen Föhn oder baust die Grafikkarte wieder ein, machst sie einfach ein bisschen warm, mit dem Benchmark 5 Minuten, machst den PC dann direkt danach aus. Dann könnte es ein bisschen heiß sein, aber dann ist die Wärmeleitpaste auf jeden Fall ein wenig weicher. Aber ich glaube, du kommst gleich auseinander, oder? Wichtig ist, dass man eben nicht allzu stark dann den Kühler und das Board auseinanderreißt. Das mag so ein Board nicht. So, und jetzt langsam löst sich da schon mal was. Alles klar. Ja, du bist ein bisschen dreckiger. Bei dir ist es gut, dass wir mal ein bisschen was zerlegen. Du riechst aber nicht komisch. Der Staub sieht nur komisch aus. Dann fangen wir doch am besten mal mit dir an, diesen komischen Staub hier zu lösen. Ah, siehst du, mit Isopropanol geht das schon ganz einfach. Guck mal hier, da fliegt der Staub schon. Der Staub ist jetzt wieder trocken, aber hier wurden dann auch der und der Spannungswandler, sondern Arbeitsspeicher-Chip, festgemacht. Ja, man kann auch hingehen und das mit einer Bürste anlockern. Ich empfehle dazu übrigens eine Antistatikbürste. Wo ist die denn, wenn man die mal braucht? Genau hier, wenn man jetzt großartig auf dem Board rumeiert. Es gibt hier so ein Set, das kostet ein paar Euro bei AliExpress. Eigentlich habe ich auch so eine angewinkelte Bürste, aber die kann ich jetzt nicht finden. Dann ist das so. Dann nehmen wir die. Ja, ja, da ist die Kamera gerade heiß gelaufen. Aber so viel mehr als das, was man gesehen hat, glaube ich, habe ich auch gar nicht gemacht. Ich habe noch hier einmal kurz um die Heatpads einmal ein bisschen Dreck abgetragen und einmal nur die Lüfter gereinigt, haben wir ja gerade auch schon gesehen. Irgendwo hier ist noch ein Stück Tuch drin vom Saubermachen gerade. Also das Ding riecht nicht übermäßig, aber ein bisschen und ein sehr unkonventioneller Trick. Ich habe irgendwann mal Aftershave gekauft, was zwar relativ gut riecht, irgendwie aber auch nicht allzu gut. Und das ist das hier, aber nicht das, was drauf steht. Und da machst du einfach zwei, drei Spritzer hier auf die Kühlermellen und lässt es dann trocknen, gehst dann mit dem Tuch drüber und so weiter und so fort. Und wenn es dann warm wird, dann riecht es einmal danach. Und danach riecht man den Kram hier eigentlich nicht mehr. Und mit dem Kram meine ich irgendeinen Nikotinstaub oder sonst irgendwas, wo sich das Teil mal befunden hat. Jetzt sehe ich hier, da können wir auch nochmal vorbeigehen. Von den Seiten sehen diese Heatpads tatsächlich noch ein bisschen dreckig aus. Aber das kriegst du da eigentlich nicht raus. Man kann die ersetzen, wenn es einen wirklich stört, aber die sind nicht brüchig. Die sind, wenn man die berührt, noch einigermaßen, nicht flüssig, sondern glitschig, sage ich jetzt mal. Das geht auf jeden Fall noch. Und es hört sich gerade so an, als hätte ich einen Satz abrupt abgebrochen, aber habe ich tatsächlich. Ich wollte nur irgendwas sagen, aber mir fällt nichts ein. Wir brauchen hier dann nichts zu ersetzen. Ne? Das Zeug hier ist sauber, so wie ich das sehen kann. Ja, so können wir es lassen. Also, den letzten Q-Tipp hier. Um den Chip einmal zu reinigen. Da ist mit Sicherheit gerade noch irgendwas vom Silikonspray oder so drauf gekommen. Wieder mein Lieblingsgeräusch. Tuch auf irgendwelchen sehr, sehr glatten Oberflächen oder harten Oberflächen. Das können wir kurz ablüften lassen, wie man so schön sagt. Ich mag das Wort ablüften nicht. Trocknen lassen ist, glaube ich, das bessere Wort. Ja, komm, dann muss ich diese Packung anbrechen. Da ist noch irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas drauf. So, ist zwar nicht komplett weg, aber ist wohl vorher auch schon gewesen. Das Ding läuft, von daher habe ich da keine Bedenken. Kabels anschließen, genau.
Und dann passt das. Man sagt ja immer, man soll solche Schrauben über Kreuz anziehen, festziehen, festschrauben. Ich mache das immer so, dass ich eigentlich jede Schraube erstmal so ein bisschen reinpacke und dann erst damit anfange, die gegenüber irgendwie festzumachen. Und dann, wenn ich mit allen fertig bin, nochmal bei allen schauen, okay, geht da noch so ein klitzekleines Stück. Man weiß ja, nach fest kommt kaputt, allzu viel Drehmoment dürfen die nicht haben. Das geht so. Perfekt. Ich habe jetzt nochmal die Backplate ganz, ganz bisschen mit dem Aftershave beteufelt. Dann fängt die auch einmal kurz an zu riechen, beziehungsweise zu stinken. Aber das hilft echt. Ich weiß nicht, habt ihr den Tipp schon mal gehört? Also in meinen Videos habe ich das hier und da mal gesagt, aber oh, jetzt habe ich Wärmeleitpaste am Finger. Ja, du siehst, ah, da ist das. Na komm, zeig dich. Hier ist dieses hässliche Stück Tuch. So, schön. Dann bist du fertig. Wir haben es jetzt kurz vor 11. Den Rest mache ich dann auf jeden Fall später noch. So, hier, nächster Tag geht weiter mit Lüftern. Da muss man jetzt gar nicht so viel machen, so übermäßig dreckig sind die nicht. Da nehme ich einfach einen Pinsel und pinsel die einmal ab. Das sieht tatsächlich so aus, als hätte der Vorbesitzer so ganz, ganz bisschen gemacht. Ist ja auch gut, aber das ist gang und gäbe eigentlich, dass wenn man irgendwas gebraucht kauft, dass es nicht unbedingt gereinigt wird. Ich meine, das ist jetzt nicht viel Arbeit, aber man denkt sich dann scheinbar, ja, wenn ich es gebraucht verkaufe oder auch mal günstig oder so sauber machen, muss ich jemand anderes machen. Hier ist mir aufgefallen, bei dem Lüfter ist jemand hingegangen und hat Silikonkleber hier dran gepackt oder Heißkleber oder so oder eine Mischung aus beidem. Das sollte auf jeden Fall ab, weil das irgendwie nicht schön aussieht. Nicht, dass man es am Ende überhaupt sehen würde, aber ja, ist tatsächlich, glaube ich, nur der eine hier gewesen. Ja, der ist auf jeden Fall sauber, diese Ab-Hier-Lüfter. Bis auf das Klebeband können die auch eigentlich wieder weg. Hier ist jetzt irgendwie so eine Art Knubbel dran. Was soll das? Was ist das? Hm. Ist wohl dann doch Heißkleber gewesen und da hat sich dann ein Stück von dem Material irgendwie erhärtet oder rausgezogen oder was weiß ich. Aber warum ist da Heißkleber dran? Was hat das für einen Sinn? Weil die Schrauben werden ja im Gehäuse festgemacht. Ah, ein paar Härchen sind auch noch inklusive oder eins, aber vielleicht ist das auch von mir, obwohl so lange Haare habe ich noch nicht. Ja, die können auf jeden Fall wieder weg. Und hier einfach einmal kurz drüber pinseln. Vor allem hier in diesem Bereich, da, ne, weißt du ja. Bei den Lüftern ist es eigentlich wohl ganz easy. Einmal den oberflächlichen Staub abtragen und dann sprühe ich das immer mit Silikonspray ein. So eine Flasche kostet 2-3 Euro. Und dann nehme ich ein altes T-Shirt und verteile das so ein bisschen und dann fangen die wieder wirklich an zu glänzen. So manche Stellen, wo noch was dran ist, wenn wir hier mal schauen, da dürfte noch was dran sein. Entweder gehen wir da jetzt noch einmal drüber oder warten einfach ein bisschen, das verdunstet an der Luft. Allerdings, wenn man den Lüfter dann anfasst, wird man merken, der ist so ganz bisschen glitschig. Wenn das stört, jetzt bei einer Grafikkarte oder so kannst du das auch bei einer Maus machen beispielsweise, dann kannst du jetzt auch hingehen, Isopropanol verwenden, hier einmal ein bisschen was drauf und das dann wieder abtragen an der Stelle. Sieht dann aber auf jeden Fall ähnlich aus. Hier kannst du so machen. Ich meine, weil es ein Lüfter ist, muss man da jetzt auch nicht übermäßig gründlich vorgehen. Und hier bei den Lüftern sagte ich ja eigentlich, na, brauchen wir nichts machen. Weil hier schwarzes Plastik dran war, habe ich das jetzt trotzdem mal kurz angesprüht. Hier und ja, jetzt glänzt das wieder ein bisschen mehr. Sieht halt ein Stück mehr aus wie neu. Problem ist, wenn man jetzt einen weißen Lüfter hat beispielsweise, dass wenn der irgendwann voll ist mit Staub oder so, das Zeug verfärbt sich dann so ein bisschen. Es wird dann so leicht, ja nicht unbedingt dieses Nikotingelb, was man kennt von uralten PCs, aber man merkt es halt, da kannst du dann wirklich nicht mehr viel machen. Aber wenn du Glück hast, sieht man das überhaupt nicht, weil der Lüfter dann hinter einem Staubfilter sitzt beispielsweise oder sonst irgendwas. Und Staubfilter, ja ist klar, kannst du auspusten oder dann auch hier mit dem Pinsel rübergehen oder auch mit dem Tuch oder einfach in Wasser einlegen und dann über Nacht trocknen lassen oder so, wenn man eh, oder ja, über Nacht trocknen lassen musste nicht, aber ich bin da kein Fan von, irgendwas mit Wasser einzudieseln und dann trocknen zu lassen, weil das tatsächlich lange dauert, bis das trocken ist. Da sind irgendwelche Flecken drauf, dann kannst du das besser so mal eben schnell machen. Dann gibt es noch dieses Gehäuse hier, eines von Fractal Design. Das können wir uns mal genau anschauen. Und ich hatte es irgendwie dreckiger in Erinnerung. Also wenn hier oben mal Dreck ist, da ist jetzt ein Staubfilter drunter. Kannst du einen Staubfilter abnehmen, wie ich gerade schon sagte, durchpusten oder mit dem Pinsel vorbei oder so. Aber hier sieht das ganz gut aus. Aber irgendwas war dreckig hier drin, auf jeden Fall. Hier so kleinere Stellen da zum Beispiel. Ist auch immer ein Indikator zu sehen, ob jemand das ordentlich gemacht hat, weil sowas gerne ausgelassen wird. Aber hier ist es tatsächlich ein schlechtes Beispiel.
Hier ist noch so ein kleiner Kratzer drauf. Oder nicht nur einer, ist das auch? Nee, das ist ein Kabel. Ja, ein großer Kratzer hier. Müsste man schauen, ob man das mit Polieren wegbekommt. Aber ich habe jetzt nicht die große Lust, so zu machen. Besorg mir mal eine klitzekleine Poliermaschine für sowas. Dann probiere ich das einfach mal, ob das Sinn macht. Weil mir das jetzt tatsächlich sehr ins Auge fällt. So, ich würde dich gerne abnehmen, aber irgendwie, was ist das Problem? Houston? Ja, kannst einfach rausnehmen, dieses Plastikteil, und dann separat bearbeiten. Ich hoffe mal, das wird was. Hier drin ist aber auch nicht übermäßig dreckig. Schräubchen hat er mir auch drin gelassen. Nur die Lüfter hier vorne tatsächlich sind ein bisschen dreckig. Ja, die nehme ich einmal raus und dann kann ich die auch sauber machen, so wie die anderen. Aber das ist echt ein schlechtes Beispiel. Ich habe noch ein anderes Gehäuse, was ein bisschen dreckiger ist. Dazu muss ich die Kamera aber anders hinstellen. Ich finde es tatsächlich an dieser Stelle gar nicht so gelungen mit den Lüftern und mit der Silikonspray-Methode, weil das ja schon glänzendes Plastik ist. Und wenn da dann Silikonspray aufgetragen wird, sieht das irgendwie so schmierig aus, so schmantig, weiß ich nicht, als hätte man Pommes gegessen mit der Hand und dann den Lüfter angefasst komplett. Aber das Gute an dem Silikonspray ist ja, dass es auch nach einer Zeit verdunstet. Wie lange das jetzt genau dauert, bis man davon nichts mehr merkt, weiß ich nicht, habe ich noch nicht ausprobiert, könnte ich demnächst mal machen. Aber die Lüfter, die fasst man ja auch eigentlich nicht an. Und wenn die sich bewegen, das verdunstet eigentlich ganz schnell. Und wenn es dann doch am Ende stört, einfach mit Isopropanol oder Bremsenreiniger. Ja, Bremsenreiniger auf ein Tuch und dann drüber gehen, dann hört das auf jeden Fall auf. Problematisch bei Bremsenreiniger ist es allerdings, weil dann so eine Art Film noch übrig bleibt. Anders oder zumindest nicht so stark wie bei Isopropanol, dass es dann tatsächlich sehr abgewischt aussieht irgendwie. Wie macht ihr das eigentlich beim Gehäuse? Wird das ab und zu mal sauber gemacht? Werden auch die Lüfter ausgebaut? Pustet man da einfach nur mal rein oder lässt man das einfach so, wie es ist? Benutzt den PC, weiß ich nicht, 5, 6 Jahre und verkauft den dann so? Oder ersetzt man überhaupt noch Wärmeleitpaste? Also ich meine, klar, ich habe das hier oft genug gezeigt. Vor allem bei Laptops, dass sich das lohnen kann, mein lieber Mann, wenn es dann teilweise 109 Grad warm wird am Grafikchip oder so, dann auf jeden Fall, aber macht man das? Also bei der PlayStation habe ich gesehen, bei dem Anleitungsvideo haben sich hunderte Leute auf jeden Fall bedankt für die Anleitung, weil das Teil dann wieder schön leise war. Da habe ich was Gutes gemacht. Erfreulicherweise sind die Lüfter sogar beleuchtet und auch bei 12 Volt angenehm leise, sodass da nichts davor geschaltet werden muss, ein Widerstand oder sowas. Und auch wenn man es gerade nicht unbedingt gesehen hat, hier war ganz bisschen Staub drin. Ne? Bei solchen Gehäusen, wo vorne so eine Art Schaumstoff drin ist, musste ich manchmal auch hingehen und dieses Gitter entfernen. Dazu haben wir das zum Beispiel da eine Nase und da und da und da. Und dann gehen wir einmal rum, öffnen diese Nasen. Dann kann man das Gitter rausnehmen, da unten drunter dann den Stoff. Und den kann man dann separat auspusten, sauber machen, wie auch immer. Das habe ich dann auch teilweise mal in Wasser gelegt, sauber gemacht, irgendwie getrocknet für eine halbe Stunde und dann wieder eingebaut, sodass es dann wirklich fast trocken war und der Rest kommt dann halt von alleine. Ja, man kann es auch draußen lassen tatsächlich und dann kommt da einfach mehr Licht durch, wenn man die Beleuchtung davon unbedingt sehen möchte. Aber da hat man mehr Staub im PC, muss auch nicht unbedingt sein. Und wenn man die Lüfter dann wieder einbaut, natürlich auch auf die Laufrichtung achten. Wir wollen ja, dass die Luft da reingepustet wird. Manche Gehäuse bieten dir so eine Möglichkeit, wisst ihr wahrscheinlich alles schon, das Kabel da durchzuführen. Sieht also immer sauber aus, wenn man das Kabel dann wirklich da durchführt und nicht irgendwo oben drum, weil es gerade mal da passt oder so. Aber ja, war ja ab Werk auch so, dieser Lüfter. Ist eigentlich kaum zu übersehen, ja. Und natürlich verdrehte Kabel sind immer super. So, ja, so ist besser. Ja, komm. Und wenn man diese Schrauben da reindreht, ne, bitte vorsichtig sein. Nach fest kommt kaputt, wie bei fast allem. Man will sich da ja nichts kaputt machen. So, und dieses Teil hier, genau, das wollte ich auf jeden Fall auch nochmal testen. Und dazu habe ich ja erfreulicherweise diesen Controller. Nicht dein Ernst, warum baut man das so? Da stimmt auf jeden Fall was nicht, weil das hier eigentlich der Eingang wäre. Und oh Gott! Okay, entweder geht das mit der Powerbank hier nicht gut. Ich nehme mal was anderes. Na, hier so ein bisschen grün, dann da nicht mehr. Interessanterweise habe ich jetzt noch das. Guck mal, hier ist es richtig. Aber das ist viel zu dunkel. Kann aber auch wirklich hier am Controller liegen. Da können wir so keinen Krieg mit gewinnen. Und das hier habe ich auch gerade gesehen, ist auch immer toll. Und jetzt gleich kommst du noch dran. Das Gehäuse hatte ich ja auch irgendwann mal gekauft. Und das ist riesig. Bisschen dreckig und muss ich wahrscheinlich komplett auseinandernehmen. Das heißt, das und das Teil auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob da noch Lüfter dran sind oder so. Werde ich aber sehen. Da nehme ich dann aber die GoPro als Zeitraffer, glaube ich. Weil hier, ne, ich stehe dann Meter von weg und das Gehäuse ist trotzdem noch nicht ganz im Bild. Also, ja, so ist das manchmal, ne?
muss bei diesem Gehäuse also erstmal hingehen und den ganzen Staub da irgendwie rausbekommen. Also mit dem Pinsel und Staubsauger dann erstmal da so ein bisschen was anlösen. Das hat der Vorbesitzer leider nicht sauber gemacht. Jetzt sehe ich gerade, da habe ich 15 Euro für bezahlt. Ist zwar ein Gehäuse von Aerocool, aber das wird wohl vernünftigen Airflow haben. Wir haben die Möglichkeit, da eine ganze Menge HDDs einzubauen. Muss man natürlich auch ausnutzen können. Ne? Ist klar, so werde ich auf jeden Fall ein oder zwei HDDs dann reinpacken. Man kann auch DVD-Laufwerk oder Brenner verbauen. Ist manchen Leuten mit Sicherheit auch noch wichtig, damit die vielleicht eine alte Spielesammlung nochmal spielen können oder sonst irgendwas. Da ist eine Lüftersteuerung drin, erkennbar an diesen beiden Drehknöpfen oben neben den USB-Anschlüssen. Und ich würde mich da jetzt nicht draufsetzen, aber die Verarbeitungsqualität ist halt ein bisschen was Besseres als so ein übliches Aerocool-Gehäuse, wenn ich mir jetzt zumindest eins vorstelle. Da auch noch diese fetten Lüfter dabei. Vorteil dabei ist, die bewegen viel Luft, sind dabei aber nicht allzu laut. Und wenn die keinen Lagerschaden haben, kannst du die auch getrost drin lassen. Die müssen ja nicht unbedingt leuchten. Ich glaube, der vordere kann sogar leuchten. Aber man muss das Gehäuse dann eben komplett auseinanderbauen. Oben das Plastik dran, da vorne ist jetzt auch kein Akt. Manchmal sind die festgeschraubt oder so ganz, ganz böse mit Klammern befestigt. Aber hier kannst du das eigentlich wohl machen. Wo ich das allerdings gerade sehe, frage ich mich, was ich da am besten einbauen könnte, weil das ist ja schon ein Riesengehäuse, ne? Also da kann man auch wirklich Top-Hardware einbauen aufgrund des Airflows, da ist genug Platz drin. Ich habe, glaube ich, noch so ein 1366er Board mit einem Xeon und wenn man den übertaktet, dann geht der auch wohl noch gut. Oder ja, was heißt gut, der wird dann wahrscheinlich auf dem Level von einem Ryzen 5 sein, so ungefähr. Ein bisschen mehr Strom verbrauchen, dafür aber eventuell etwas billiger sein. Ja, ich glaube, ich mache das, oder? Oder was würdet ihr dazu sagen? Also, ich könnte da jetzt auch ein klitzekleines Mainboard einbauen oder sowas. Sieht dann aber wahrscheinlich komisch aus, weil dann einfach so viel Platz in diesem Gehäuse ist. Und ja, bin ich mir noch nicht ganz schlüssig. Für die gesamte Reinigung bei diesem Gehäuse habe ich jetzt eine Stunde Zeit gebraucht. Wenn ich jetzt überlege, da habe ich 15 Euro für bezahlt für das Gehäuse und ich hätte irgendein anderes Gehäuse, was mir auch gefallen hätte, für 35 Euro besorgen können, was jetzt nicht so dreckig gewesen wäre, dass man vielleicht einmal hier mit Tempered Glas dran zum Beispiel, dass man das einmal mit einem Glasreiniger sauber machen müsste und einmal Luft durchpusten, mehr nicht. Dann wären das, weiß nicht, 30 Euro Stundenlohn oder sowas, wenn man das hochrechnet. Also ja, kannst du ganz schlecht hochrechnen. Ich mache da jetzt auch keine großartigen Rechnungen, ob irgendwas wirtschaftlich ist, wenn ich irgendwas kaufe. Wenn ich irgendwas sehe und das haben will, dann hole ich mir das. Und in der Regel gehe ich da immer mit Gewinn raus. Ja, jemand anderes ist happy, dass er dann einen PC dadurch hat. Also besser kann es ja eigentlich dann auch nicht laufen. Und es werden wahrscheinlich auch manche Leute hier zuschauen oder in den PC sehen und denken, oh nee, der sieht nicht schön aus, der sieht alt aus, was weiß ich. Ich war in der letzten Zeit öfter mal in einem Möbelhaus gewesen, weil da jemand, glaube ich, hier einen Teppich oder einen Stuhl mal haben wollte. Und ja, da stehen so eine ganze Menge Sachen rum, wo ich mir denken würde, warum kauft man sowas? Das ist doch super hässlich, aber es gibt tatsächlich, ja, es gibt 50.000 verschiedene Geschmäcker. Und das darf man dann einfach nicht vergessen, dass natürlich nicht alles auf alle passt. Ich will natürlich das nehmen, was den meisten mal gefällt. Kannst du nicht immer hinbekommen. Ist ganz klar. Manche Leute wollen es dann auch super genau wissen und hier und da, aber irgendjemand wird sich dafür schon finden, der das Gehäuse halbwegs ansprechend findet. Vielleicht auch, weil da dann noch ein DVD-Laufwerk drin ist, was ich dann einbauen werde für den Landwirtschaftssimulator oder sowas. Erzähle ich immer wieder gerne, dass es mal eine Zeit gab, wo viele Leute gefragt haben, ob ich noch ein DVD-Laufwerk einbauen kann, damit die einen Landwirtschaftssimulator da drauf installieren können, weil man, glaube ich, die CD im Laufwerk haben musste oder sowas. Oder ich weiß auch nicht, auf jeden Fall. Ja, sowas kannst du auch. Brauchst du auch. Ja, wie man merkt, ich bin mir nicht immer sicher, ob alles wirklich hundertprozentig Sinn macht, aber 15 Euro für so ein Gehäuse, würde ich sagen, neben dem etwas, ja, oder hässlich finde ich das jetzt auch nicht, da hast du halt einfach nur sehr viel Preis-Leistung, vor allem wenn die Lüfter da schon dabei sind, eine Lüftersteuerung so ein bisschen. Für 15 Euro bekommst du sonst vielleicht nur so ein Office-Gehäuse, so ein Terra-Teil. Und so ein Terra-Gehäuse hat keinen ordentlichen Airflow. Da kannst du nicht so viele Lüfter einbauen, da ist nicht so viel Platz drin. Also Terra-Gehäuse, damit meine ich jetzt ganz generell irgend so ein Office-PC-Gehäuse-Zeug. Die finde ich jetzt nicht allzu schön. Da könnte man auch hingehen und vielleicht das Seitenteil mit einem Plexiglas bestücken. Ja doch, das ist wohl in Ordnung. Will ich mich hier verteidigen? Ach, ich habe Kommentare sind dazu da. Sprecht darüber, macht irgendwas.
Oh Gott, endlich fertig. Ich wusste irgendwie, dass es bei dem Gehäuse so sein wird, dass das ein bisschen länger dauert. Aber jetzt sieht es ja ganz in Ordnung aus. Na, ist ja klar. Ich hatte auch zwischendurch gedacht, dass ich hier vielleicht eine von diesen Teilen kaputt gemacht habe. Aber konntest du wieder reindrucken. Alles super, alles gut. Was haben wir jetzt noch? Ich glaube, ein paar Mainboards. Einfach nur mal kurz drüber wischen. Das hat auf jeden Fall einen Grund gehabt, dass ich die da hingelegt habe. Bei den Mainboards hätte ich echt gedacht, dass ich da noch mehr machen muss. Aber ich habe da gerade einfach nur mal mit dem Luftgebläse drüber gepustet und dann war es weg. Also grob hätte ich jetzt noch gesagt, damit die Teile vielleicht ein Stück neuer aussehen, so dunkle Stellen, dass man die einmal mit dem Q-Tip und... ich zeig's euch. Ich meine das folgendermaßen, da gehst du dann hin mit Silikonspray, packst da so ein bisschen was auf den Q-Tip und dann hier so halbwegs graue Stellen, die sehen danach wieder ein bisschen besser aus. Also das muss man... Ich mache jetzt mal einen Zeitraffer, gehe hier einmal drüber und dann kann man ja so einen Vorher-Nachher-Vergleich machen. Vielleicht mache ich es dafür dann hier auch, weil die an sich hier immer etwas hell ist, einmal so ein Stück dunkler. Und dann können wir das ja gleich einmal kurz sehen im Vergleich. So, jetzt ungefähr können wir vielleicht einen Vorher-Nachher-Vergleich einmal machen. Sieht einfach, würde ich jetzt zumindest sagen, ein bisschen besser aus. Was man jetzt auch machen könnte, wäre hier noch Wärmeleitpaste zu wechseln. Allerdings ist das Teil gerade ein bisschen hart. Deswegen entweder das System warm werden lassen oder den Kühler hier etwas aufheizen mit einem Föhn. Ganz vorsichtig kann man versuchen, dran zu wippen, aber wenn das nicht klappt, ja, dann ist eigentlich alles in Ordnung. Deswegen, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Diese Klipse bekommt man mit einer kleinen Zange gelöst an der Rückseite. Das kann ich ja demonstrieren. Ungefähr so, dann drückt man die so ganz bisschen zusammen. So. Und hier auch. Eigentlich wollte ich jetzt eine Spitzzange nehmen, aber die hier war gerade etwas greifbarer. So. Jetzt das entfernen. Ich versuche nochmal zu drehen. Das ist eigentlich auch relativ safe. Ah, siehst du mal. Ja, perfekt. Die Wärmeleitpaste-Reste hier auf jeden Fall höchstens mit Plastik abkratzen. Wenn wir dann Schraubenzieher nehmen oder sowas, das ist nicht gut. Ich frage mich auch, was die Hersteller da immer für eine Wärmeleitpaste für verwenden. Ich könnte wetten, dass da zumindest so ein bisschen Kleber mit drin ist, weil das echt super hart wird, ne? Also kann vielleicht sein, dass man, weil der Kühler nur mit zwei Befestigungspunkten befestigt ist, dass man da Wärmeleitpaste braucht, die ein bisschen klebt, weil diese zwei Punkte, da kommst du einmal dran, ist wieder gelöst oder so. Aber das bewegt man eigentlich in der Regel auch gar nicht, deswegen... Erinnert mich eben auch an die Xbox 360, ne? Also das ältere Modell. Wenn man da Wärmeleitpaste wechseln muss, da war das auch so eine super harte Paste jedes Mal gewesen. Rückstandsfrei hat man das nicht entfernen können, leider. Habe ich hier bei dem Mainboard noch eben ein bisschen hier und da sauber gemacht. Ein paar Schräubchen hinten vom DVI oder VGA-Anschluss, die waren auch lose gewesen. Und es empfiehlt sich hier auch, die Slots einmal zu reinigen, vor allem für den Arbeitsspeicher, weil es da durchaus mal zu Kontaktproblemen führen kann. Und wie ich ja schon ganz oft mal gezeigt habe, ist es ganz oft der Arbeitsspeicher, der einmal aus- und wieder eingebaut werden muss, damit es dann wieder geht. Also einmal so eine prophylaktische Reinigung, weiß ich nicht. Ich bin mir aber noch gar nicht ganz so sicher, ob das Mainboard meinen Ansprüchen genügen wird. Das wird sich später mal rausstellen. Yes, alles einmal sauber gemacht, dann nochmal hingepackt. In den letzten zwei, drei Wochen zusammengekauft. Daraus werden jetzt auf jeden Fall neue PCs, die dann auch sauber sind. Ja, und du, irgendwie bin ich von dem Gehäuse doch nicht mehr so überzeugt. Aber gut. Ja, Mai, das war mal ein ordentliches Zeitraffer-Video. Mir kam eigentlich erst demnächst die Idee, das einfach Zeitraffer-Video zu nennen oder so. Vielleicht komme ich auch auf die Idee, den Titel noch zu ändern. Ich habe tatsächlich erfahren, dass das mehrere Leute machen, dass sich so ein Videotitel auch gerne mal ändert, wenn man merkt, so, ach ja, gibt kein Interesse daran oder so. Werden wir sehen. Ich hoffe jedenfalls, es war halbwegs entspannt zuzuschauen. Ich weiß ja, dass manche Leute meine Stimme auch gerne zum Einschlafen hören oder so, dass da ein paar nützliche Tipps dabei gewesen sind. Habe ich mit Sicherheit alles schon mal in irgendeinem Video irgendwann gesagt. Aber so gesammeltes Wissen, weiß ich nicht. Oder was macht man sonst, wenn man meine Videos schaut? Wenn man sie überhaupt zu Ende guckt? Wahrscheinlich was kochen, selber basteln und was noch? Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen restlichen Mittwoch, dürfte morgen sein, ja. Und dann sehen wir uns demnächst wieder zu einem anderen Video. Und bis dahin, ciao, ciao.